Mich begeistert an diesem Monochord besonders der wohltuende Klang, der ganz tief im Körper spürbar ist. Das ist das Spürmonochord. Ohne Resonanzraum, mit gebogenem Korpus. Durch seine kompakte, stabile Bauweise liegt es sehr gut in der Hand und auch auf allen Flächen und Körpern auf. Die Oberfläche kann man geölt oder desinfektionsmitteltauglich lackiert bekommen. Das Spürmonochord gibt es in drei verschiedenen Stimmungen. In Dreiklangstimmung, in Monochordstimmung und in Tambora-Stimmung. Die Monochordstimmung, das bedeutet, dass alle Saiten in einem Ton sind. Wir haben, um die Spürwirkung noch zu verstärken, an den Saiten den gleichen Ton nochmal tiefer angebracht. Das ist die Tambura-Stimmung. Mit der Tambura-Stimmung hat man einen schönen, gleichmäßigen Klangteppich. Das ist die Dreiklangstimmung. Drei harmonisch zusammenpassende Töne, was den Vorteil hat, dass man die einzelnen Töne spielen kann. Verschiedene Variationen und dadurch einen ganz großen Spielraum hat. Das war der neueste Beitrag auf dem Alton-Kanal. Wenn es Ihnen und euch gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie uns ein Like. Und wir beantworten natürlich auch gerne Fragen, die können Sie einfach unten hinterlassen. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal.